Hallo, guten Tag und ein ganz herzliches Willkommen hier auf dem Kanal Littera von Ramona. Nein, das ist keine feindliche Übernahme, ganz im Gegenteil. Dies ist der zweite Teil einer Kooperation, die wir schon lange machen wollten und die wir im letzten Jahr schon mal angefangen haben, nämlich mit den beiden Videos Bücher über Bücher. Und heute soll es gemeinsam um das Thema eisige Abenteuer gehen. Eisige Abenteuer auf dem Meer, auf dem Festland und auch auf den höchsten Bergen der Welt. Ich habe mir schon Papier und Stift bereitgelegt, das solltet ihr auch tun, denn ich bin mir sicher, dass Ramona jetzt gleich in den folgenden Minuten ganz, ganz viele tolle Überraschungstipps hat. Ich kann nicht genug davon bekommen und vielleicht ist es möglich, dass wir uns auch im Laufe des Videos noch einmal wiedersehen. Auf jeden Fall wiedersehen tun wir uns, nachdem ihr Ramonas Video angeschaut habt, dann auf meinem Kanal, denn da gibt es auch noch ein paar Tipps. Und jetzt Ramona, hau raus! Vielen Dank, Thorsten, für diese tolle Einleitung und natürlich auch von mir ein herzliches Moin an euch. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Lust wie wir auf dieses eisige Buchthema. Ich bin schon seit Wochen oder gar Monaten ein bisschen aufgeregt, euch dieses Video endlich abdrehen zu können, denn wir haben das schon ein bisschen länger geplant, als wir gemerkt haben, dass wir beide sehr, sehr gerne diese Bücher über eisige Abenteuer lesen, wollten wir gerne ein gemeinsames Projekt daraus machen. So ähnlich wie wir schon ein Videoprojekt zu den Büchern über Bücher, Literatur und Worte hochgeladen haben, soll das jetzt auch wieder ein Bücherempfehlungsvideo werden zu diesem bestimmten Thema und eventuell seht ihr Thorsten ja nochmal wieder. Passenderweise ist auch der Schnee endlich in Norddeutschland angekommen und ich bin in Winter Wonderland Feeling. Das passt natürlich perfekt jetzt zu diesem Videodreh, auch wenn die Bücher natürlich ein bisschen in eine düstere, gefährlichere und abenteuerliche Richtung gehen als in eine winterlich zauberhafte. Aber immerhin, der Schnee ist da für die Atmosphäre. Beginnen möchte ich mit dem Buch, das das Ganze überhaupt ins Rollen gebracht hat. Durch dieses Buch habe ich überhaupt in dieses Genre gefunden. Vor dieser Lektüre hätte ich nicht gedacht, dass ich neben der Fantasy und dem Horror und den Kinderbüchern noch ein Genre dazu gewinnen werde, was ich ebenso oder fast genauso gerne lese. Jedenfalls habe ich das Gefühl, alles in dieser Richtung lesen zu müssen und zu wollen. Ich spreche von Angstrausch von Sarah Lotz. Das ist ein Thriller, ein Roman, also eine fiktive Geschichte, die nicht auf irgendeiner wahren Begebenheit beruht oder eben ein Erfahrungsbericht ist. Dennoch hat es eben schon genau dieses Feeling. Wir treffen hier auf Simon oder Simon und Simon hat einen Internetblog, den er zusammen mit seinem Freund führt. Und dort begehen sie immer oder sie laden dort immer Videos hoch, in denen sie zu Orten gehen, die eine sehr morbide Atmosphäre haben, weil dort Leute gestorben sind oder dort irgendwelche Sagen und Mythen über diese Orte erzählt werden. Und jetzt hat er vor, in ein Höhlensystem, ein unterirdisches Höhlensystem zu klettern, wo auch eine Gruppe von Menschen umgekommen sein soll und die Leichen sollen auch noch nicht geborgen worden sein, weil es einfach zu gefährlich ist, in dieses Höhlensystem abzusteigen. Also es ist auch gar nicht erlaubt, darunter zu gehen, aber er holt sich illegalerweise auch noch einen Kletterhöhlenführer, der ein bisschen verrückt anmutet und Simon auch ein bisschen Angst macht. Aber er geht hinunter und filmt auch brav und sie finden tatsächlich auch ja, die Überreste oder die Leichen der Verstorbenen unter Tage. Allerdings ist seine Freude oder seine morbide Freude über diesen Fund schnell vergangen, denn er bringt sich selbst ganz schnell in Lebensgefahr und kann nur mit knapper Not dieser Höhle wieder entkommen. Aber nachdem er dieses Video auf seinen Blog hochgeladen hat, bekommt er extrem viele Klicks. Vorher hatten sie nicht so viel Aufmerksamkeit, aber jetzt, wo er sich selbst in große Gefahr gebracht hat und sehr viel Risiko auf sich genommen hat, ja, bekommen sie ganz, ganz viele Klicks und deswegen sagt sein Freund, sie müssen jetzt noch was Extremeres wagen. Und da Simon ein guter Kletterer ist, sagt er, er soll sich bei einer Expedition auf den Mount Everest bewegen.
bewerben und sie lügen ein bisschen in die Tasche, was seine Erfahrung angeht, also schreiben einen anderen Lebenslauf, damit er überhaupt dort angenommen wird. Und tatsächlich schafft er es, in eine Gruppe, eine Expeditionsgruppe zu kommen. Und er soll sich eben in dieser Gruppe umhören und umsehen, ob es da irgendwelche spannende Geschichten zu erzählen gibt oder ob er da irgendwelche Leichen, erfrorenen Leichen auf den Mount Everest filmen kann, weil ja, das wollen seine Zuschauer sehen. Doch er ist nach diesem Höhlenabenteuer immer noch so traumatisiert, dass er eigentlich noch selbst gar nicht so richtig klarkommt und jetzt auch mehr und mehr merkt, dass er physisch und auch psychisch so unter Spannung gerät und auch wieder so in Gefahr gerät, dass er seinen Vlog ganz vergisst. Und dass er eigentlich froh ist, nach und nach vielleicht ein paar Freunde zu finden, die er ja aber die ganze Zeit anlügt, wer er ist. Ja, und so gerät er in dieses Schneeabenteuer und so bin ich auch in dieses Schneeabenteuer, diese Bergwelt hineingeraten und in den letzten Seiten oder auf den letzten Seiten dieses Buches sind extrem viele Buchtipps abgezeichnet, die Sarah Lotz selber wohl auch empfehlen konnte und vielleicht auch für ihre Recherche genutzt hat. Und da habe ich mir schon einiges rausgesucht. Auch wenn dieses Buch nicht ohne Fehler ist, besonders das, ja, der letzte Teil, die letzten 100 Seiten, wo Simon wieder zurück ist, haben mir jetzt nicht ganz so gut gefallen. Ich fand, es ist alles ein bisschen schnell abgebrochen worden, dann auf dem Berg. Aber insgesamt hat mich diese eisige Atmosphäre, aber auch diese Höhlenatmosphäre so gepackt, dieses Abenteuer, diese Kälte und diese Extremsituation, dass ich einfach mehr davon lesen wollte. Und deswegen habe ich das getan. Bei meiner Recherche bin ich natürlich auf extrem viele Bücher gestoßen. Es gibt wirklich viel und es ist natürlich auch toll, dass man da so viel Auswahl hat und ich da noch einiges vor mir habe. Aber ich war erstmal auf der Suche nach den Werken, die man gelesen haben muss in diesem Genre. Im Grunde die Klassiker des Genres. Und ich habe auch euch gefragt nach Buchtipps und ihr habt mir tolle, tolle Bücher genannt, die dann auch bei mir eingezogen sind. Jedenfalls einige davon, die habe ich dann gelesen. Und ich habe natürlich über YouTube auch einige Dokumentationen gefunden über dramatische Unfälle an Bergen oder aber auch die Erstbesteigungen. Da habe ich Bücher und Dokumentationen gefunden, bin dann aber auch dadurch in die Polarforscher-Ecke gerückt. Polarabenteurer und Polarforscher, das hatte mich dann auch sofort fasziniert. Und eine der berühmtesten Polarforscher-Geschichten ist die Geschichte um Roald Amundsen und Robert Falcon Scott, die sich ein Wettrennen zum Südpol geliefert haben. Ja, der Südpol war damals noch unberührt, da war noch keine Menschenseele und viele haben es versucht, sind immer näher rangekommen, aber die beiden wollten es fast zur gleichen Zeit probieren. Von verschiedenen Stellen aus wollten sie den Südpol als erstes erreichen, die Engländer und die Norweger gegeneinander. Und das ist schon alleine wirklich ein Krimi in der Realität. Und dazu sind jetzt mehrere Bücher bei mir eingezogen. Ich habe mich da ein bisschen schlau gemacht, was denn ja, da das beste Buch ist, weil über dieses Thema gibt es wirklich auch extrem viele Bücher und habe mir da einige Rezensionen durchgelesen, weil ich wollte halt auch wirklich ein gutes, was auf Fakten basiert, aber trotzdem gut geschrieben ist. Und da gibt es zum Beispiel eins, was eher so ein bisschen auf die politische und auf diese organisatorische Ecke gelenkt ist und gar nicht so viel im Eis spielt und das wollte ich nicht. Ich wollte aber halt auch eins, was irgendwie schon nah an den Fakten ist und ich habe mich letztendlich für, ach, das ist das Falsche, die sehen alle so gleich aus, die sind nämlich alle in weiß und blau gehalten. Ich habe mich für Das Eis und der Tod, Scott Amundsen und das Drama am Südpol von Christian Justmann entschieden. Aus dem Beck Verlag, CH Beck Verlag, ist auch, glaube ich, eines der neueren. Und ich finde es wirklich wunderschön. Ich habe es mir gebraucht geholt über Booklooker, aber es ist wirklich fast wie neu. Also wirklich sehr, sehr schön erhalten. Bei diesem Buch gab es auch einige Kritik, weil es ein bisschen literarischer war und somit auch ein bisschen fiktiver und nicht ganz so sehr, ja, manche Dialoge hier drin, die
kann der Autor natürlich nicht wissen, dass die genauso geführt worden sind, aber man merkt schon, dass er gut recherchiert hat. Und es war halt dadurch, dass es ein bisschen literarischer war, auch irgendwie schön zu lesen und hat diese Atmosphäre sehr, sehr gut rübergebracht. Und was mir halt wichtig war, dass wir beide Seiten beleuchtet bekommen. Natürlich einmal die Seite von Roald Amundsen, die norwegische Expedition, und die von Robert Falcon Scott, die britische Expedition, und was da die Unterschiede war, wie deren Herangehensweise war. Und ich wollte halt aber auch keinen Autor, der irgendwie Partei ergreift. Es gab da ein anderes Buch, was sehr gelobt wurde, aber wo viele gesagt haben, dass der Autor sich sehr auf Roald Amundsens Seite gestellt hat, und das wollte ich nicht. Ich wollte einen Autor, der da neutral bleibt. Und deswegen habe ich mich eben für dieses Buch entschieden, und gleichzeitig war es auch noch eins, was mit am schönsten aussieht. Das hat natürlich auch noch damit reingespielt. Und ich möchte euch auch noch zeigen, wie das Buch unter dem Schutzumschlag aussieht, beziehungsweise wie es ausgestattet ist. Das, finde ich, macht das Buch auch noch mal wertvoller. Zum einen hat es wieder diese wunderschöne eisblaue Farbe darunter, und dann haben wir hier auch noch mal diese schöne metallic-blaue Banderole. Aber was der Hingucker schlechthin ist oder sind diese tollen Vorsatzpapiere, diese Karten, die ich auch ganz oft genutzt habe während des Lesens, weil ich muss ganz ehrlich sagen, mein Erdkundeunterricht hat da nicht gereicht für die Antarktis, und deswegen habe ich da gerne raufgeschaut. Hier sieht man natürlich nicht ganz so viel, aber man kann immerhin so ein bisschen schon was erkennen. Dann haben wir aber hier eine etwas detailliertere Karte, beziehungsweise die ein bisschen näher dran ist. Dort sehen wir die Lager von Roald Amundsen und Scott und die Essens- und Materiallager, die sie aufgebaut haben, von wo sie halt eben gestartet sind. Und das war auch schon sehr hilfreich. Ich habe mir aber auch noch weitere Karten angeschaut, gegoogelt, damit ich mir das noch besser vorstellen kann, weil manche Beschreibungen, wenn man das nie miterlebt hat, dann kann man sich das einfach nicht gut vorstellen. Aber da diese Reise tatsächlich zum Teil gefilmt und auch fotografiert wurde, hat man da immerhin doch ein bisschen die Chance zu sehen, wie das da alles aussah. Es gibt nämlich ganz tolle Fotografien, die hier auch noch abgebildet sind. Hier zum Beispiel. Ich weiß zum Beispiel, dass bei der Expedition von Robert Falcon Scott ein Fotograf auch dabei war, der gefilmt und fotografiert hat. Und da sind halt eben diese Originalfotos entstanden. Aber natürlich auch von der Roald Amundsen-Expedition, da gab es natürlich auch Fotografien. Und das macht das Ganze natürlich noch lebendiger, dieses hier. Also ich muss sagen, dass es mir gut gefallen hat, dass es eben ein bisschen romanhafter war, ab und zu auch ein bisschen literarischer und poetisch, dadurch, dass dann auch ein bisschen die Eis- und die Tierwelt hier ein bisschen beschrieben worden ist. Das hat natürlich noch mal ein bisschen Atmosphäre reingebracht. Ja, klar, einige Situationen sind dadurch vielleicht auch nicht eins zu eins echt, aber dadurch, dass ich das vorher wusste, habe ich mir gedacht, ich werde mir dazu noch etwas holen, was sehr, sehr stark an die Fakten sich orientiert. Und das werde ich euch gleich auch noch zeigen. Was ein kleiner Kritikpunkt bei diesem Buch ist, dass es nicht so richtig chronologisch erzählt wird. Es wird immer sehr viel hin und her gesprungen und auch viel allgemein über die Entdeckung des Südpols. Also auch noch ganz viele andere Forscher hier mit reingebracht wurden. Also ich finde, es ist nicht so richtig was für Anfänger. Also ich musste das immer häppchenweise lesen und dann auch immer noch ein bisschen zusätzlich mich informieren übers Internet, indem ich ein bisschen gegoogelt und ein bisschen recherchiert habe, wer war der jetzt? Also es sind sehr, sehr viele Namen, die hier zu Anfang drin vorkommen. Ich finde, der Autor hätte sich noch mehr auf Roald Amundsen und Scott fokussieren können, obwohl das natürlich wichtig ist, zu wissen, was das für eine Bedeutung hatte in deren Kreisen und wer alles da Vorarbeit geleistet hat und wer da alles schon in die Richtung geforscht hat. Deswegen eigentlich ist es schon wichtig und deswegen vielleicht ist es doch nicht ganz rauszudenken, aber dass es eben nicht so ganz chronologisch erzählt worden ist und viele Rückblicke und hin und her, das fand ich ein bisschen doof. Das war ein bisschen verwirrend und hätte nicht unbedingt sein gemusst. So, jetzt habe ich euch ja gesagt, dass ich dazu noch ein anderes Buch bestellt habe, und zwar hat Robert Falcon Scott
Tagebuch geführt. Und zwar sehr detailliert und er konnte auch sehr gut schreiben. Deswegen sind diese Tagebücher auch für die Nachwelt ein so unglaublich tolles Zeugnis für diese dramatische Reise ins Eis zum Südpol. Und dann habe ich mir halt letzte Fahrt von Kapitän Robert Falcon Scott, da seht ihr ihn, noch dazu bestellt. Das ist natürlich die deutsche Übersetzung, aber ich wollte dann wirklich nah auch an den Fakten bleiben. Allerdings waren auch in dem Buch von den Jostmann auch einige Ausschnitte zitiert aus dem Tagebuch von Robert Falcon Scott. Ich habe aber immer wieder da drin dann hier auch gelesen. Was mich dann aber ein bisschen gestört hat, das wusste ich vorher leider nicht, war, dass dieses Büchlein gekürzt ist. Das heißt, dass einige Passagen rausgekürzt worden sind, die vielleicht nicht ganz so wichtig waren. Das hat mich dann aber so gestört, dass ich dann doch noch mal geguckt habe, ob es da nicht eine vollständige Version gibt. Und ja, die gab es. Das habe ich mir auch wieder gebraucht, besorgt über Booklooker. Aber da es mir so gut gefallen hat, wollte ich dann eine ja, wertvollere und vor allem auch vollständige Ausgabe haben. Hier ist aber eine ganz schöne Übersicht auch noch. Und zwar eine Karte von den Wegen, die sie beide zum Südpol gemacht haben. Ich glaube, es ist kein Geheimnis, jedenfalls wird daraus kein Geheimnis gemacht, weder in den Dokumentationen noch in den Büchern, dass beide es schaffen, an den Südpol zu kommen, dass aber Robert Falcon Scott ein dramatisches Ende erlebt. Und ich glaube, deswegen ist seine Geschichte noch ein bisschen dramatischer. Vielleicht, ja, nimmt man deswegen auch noch ein bisschen mehr Anteil an dieser Expedition und eben, weil seine Tagebuchbücher so extrem gut geschrieben sind, dass man sie so lesen kann und dass sie so detailliert sind. Der Roald Amundsen hat natürlich auch Tagebuch geführt, aber die waren vielleicht nicht so detailliert und auch nicht so gut geschrieben, dass man die gut lesen kann. Was ich aber total spannend fand, gerade auch in dem anderen Buch mitzuerleben, wie unterschiedlich diese beiden Menschen waren, wie unterschiedlich sie an diese Expedition rangegangen sind, aber auch menschlich. Und das fand ich so spannend. Der Roald Amundsen war nicht so ein einfacher Typ, aber durch, ja, weiß ich nicht, diese Art und Weise hatte halt auch viel erreicht. Und das war sehr, sehr spannend mitzuerleben. Und ich habe mir natürlich auch viele, ja, Dokumentationen über Roald Amundsen. Da gibt es sogar einen Spielfilm über sein Leben. Der hat ja noch unglaublich viel mehr entdeckt. Und der ist ja sehr, sehr bekannt in dieser Polarforscher-Szene, weil er auch viel am Nordpol gemacht hat, die Nordwestpassage und so weiter und so fort, was er da nicht alles entdeckt und erforscht hat. Und das ist ein ziemlich harter Hund gewesen. Was ich aber wirklich euch ans Herz legen kann, ist die Dokumentation über das Rennen zum Südpol. Wenn ihr die Bücher nicht lesen wollt, dann guckt euch diese Dokumentation an. Die gibt es hier auch auf YouTube und ich werde euch die unten, sowie die Bücher, unter diese Bücher werde ich euch dann auch die Dokumentation verlinken. So, jetzt will ich aber euch, ein bisschen chaotisch gerade, ne? Möchte ich euch jetzt aber auch nochmal die schönere Ausgabe hierzu zeigen. Und zwar habe ich da auch noch mal recherchiert und recherchiert. Ist natürlich eine teurere Ausgabe, aber sie sieht unglaublich schön aus. Und zwar ist das hier noch mal letzte Fahrt, Kapitän Scotts Tagebuch Tragödie am Südpol. Das sind seine Tagebücher von 1910 bis 1912. Und ihr seht auch alleine schon von der Dicke, es hat noch mal 100 Seiten mehr und hat auch tatsächlich ein Lesebändchen und auch sehr, sehr schöne Karten und auch Fotos sind da drin, die doppeln sich natürlich. Ich denke mal, dass das denn auch ausziehen wird, weil dann brauche ich das nicht unbedingt doppelt. Mal gucken, vielleicht werde ich mir irgendwann auch nochmal Amundsens Tagebücher dazu kaufen, damit man auch wirklich beide Seiten hat. Aber es heißt halt eben, dass diese Tagebücher sich besser lesen lassen. Und das kann ich nur bestätigen, jedenfalls in der Übersetzung. Das wird natürlich auch extra so ein bisschen redigiert, dass man die gut lesen kann, ne, denke ich mal. Auf jeden Fall eine große Empfehlung. Wenn man eisige Abenteuer gerne liest, dann ist das, finde ich, ein Muss, das Wettrennen zum Südpol.
Nordpol kennenzulernen. Wir kehren in die eisige Bergwelt zurück. Diesmal möchte ich euch eine Geschichte vorstellen, die noch nicht ganz so weit in der Vergangenheit zurückliegt. 1985 hat sich das Ganze ereignet. Und zwar ist es diesmal ein privater Erfahrungsbericht eigentlich, den ich euch zeigen möchte. Und zwar ist das Sturz ins Leere von Joe Simpson. Joe Simpson ist gleichzeitig der Autor, der Erzähler und derjenige, der das zusammen mit einem Kumpel erlebt hat. Die beiden haben sich nämlich einen Gipfel, einen Berg in den Anden rausgesucht, den sie gerne über die Westflanke besteigen wollen. Über diese Route hat es bisher noch keiner geschafft. Die ist sehr, sehr steil und es ist sehr gefährlich. Das Ganze ist überhaupt nicht mit Tourismus überschwemmt, wie das so am Mount Everest ist, da ist niemand vor Ort. Sie freuen sich, sie sind jung, sie sind risikobereit und denken nicht über die Gefahren nach. Sie beide sind gut befreundet und vertrauen sich und es klappt auch wunderbar. Sie erreichen tatsächlich den Gipfel, aber beim Abstieg passiert es, dass Joe Simpson sich ein Bein bricht. Und das ist eigentlich auf dem Gipfel beim Abstieg schon das Todesurteil. Aber sein Kumpel möchte ihn natürlich nicht in Stich lassen und seilt ihn an steilen Abhängen immer ganz vorsichtig ab, was sehr, sehr schmerzhaft ist. Aber sie schaffen es irgendwie Meter für Meter hinunterzukommen, bis sie an einen Abhang kommen, wo Joe Simpson ausrutscht und über eine Klippe hinunterrutscht und nur noch am Seil gehalten von seinem Kumpel ist. Und dieser kann ihn nicht mehr halten und um sein eigenes Leben zu retten, kappt er das Seil durch und lässt seinen Freund in eine Schlucht fallen. Und nun begleiten wir jetzt beide. Der eine mit einem gebrochenen Bein in einer Schlucht und der andere auf den Rückweg und muss mit dieser Schuld leben, dass er sein Leben gerettet hat, indem er seinen Freund in den Tod stürzen hat lassen. Das Ganze ist extrem toll erzählt und dramatisch. Wir wissen natürlich dadurch, dass Joe Simpson das Ganze erzählt, dass er überlebt hat, aber wie er das überlebt hat und was mit seinem Freund geworden ist, das müsst ihr hier lesen. Ich finde, das ist auch so eine Geschichte, die man auf jeden Fall lesen sollte. Auch hier gibt es einen Spielfilm zu, es gibt eine Dokumentation zu und Joe Simpson hat auch Interviews gegeben und wie er danach mit seiner Leidenschaft den Klettern umgegangen ist und ich glaube, er hat sogar auch noch ein anderes Buch geschrieben, aber das ist auf jeden Fall das berühmteste von ihm. Ja, und hierzu wollte ich eigentlich immer noch mal eine schönere Ausgabe. Es ist schon der zweite Anlauf, dass ich mir eine neue Ausgabe bestellt habe, aber immer ist die falsche angekommen. Die sieht jedenfalls nicht ganz so abgeranzt aus wie die letzte, aber ich wollte immer noch mal eine schönere haben, weil das ist eben eines meiner Top-Highlights in diesem Bereich. So, und bevor ich jetzt das letzte Top-Buch in diesem Bereich euch vorstelle und dann zu meinen Neuzugängen und zu meinem eisigen Sub komme, möchte vielleicht Thorsten nochmal ein Buch für euch vorstellen. Vielen Dank, liebe Ramona, super interessant. Ich möchte euch hier auch noch ein Buch vorstellen, was zu einem meiner Lieblingsbücher zu diesem Thema gehört, nämlich das Buch Die Polarfahrt von Hampton Side. Das ist ein Sachbuch, wobei der Begriff Sachbuch kommt der Sache gar nicht so richtig nahe, denn eigentlich ist es ein ganz, ganz großartig erzählter Abenteuerroman, der eben die Fakten, die da sind, aufgreift und uns auf eine wundervolle, spannende, mitreißende Art vermittelt. George Washington DeLong macht sich 1879 an Bord des Schiffes Jeannette gemeinsam mit seiner Besatzung auf den Weg von San Francisco nach Alaska. Denn er hat einen Auftrag. Ein großer Medientycoon hat ihn finanziert für eine Rettungsmission. Denn das Schiff Vega wird im ewigen Eis am Nordpol vermisst. Und so macht sich dann DeLong mit seiner Besatzung auf, dieses Schiff zu suchen und nachzuschauen, was mit der Besatzung passiert ist. Und das gelingt ihnen auch, denn sie erfahren, nachdem sie die Beringstraße durchquert haben und Stopp auf einer Halbinsel gemacht haben, dass die Vega und die Besatzung wohlbehalten weitergefahren ist
und entsprechend ist seine Erkundungsmission damit erledigt. Und als er sicher war, dass der Kapitän der Vega wohlbehalten wieder auf dem Heimweg ist, beschließt DeLong, den Nordpol zu erkunden und fährt nach Norden weiter. Am 5. September 1879 friert die Jeannette dann im ewigen Eis fest und DeLong entdeckt, dass mit dem Eisdrift, mit dem Drift der Schollen des Packeises auch das Schiff weitertransportiert wird. Und nicht nur das wird sich als Problem herausstellen, sondern auch der Druck, den die Schollen auf die Jeannette ausüben. Die sich bewegenden Schollen nimmt enorm zu und führt dazu, dass die Jeannette dem Eisdruck nicht mehr standhalten kann und zerbricht und anschließend auch sinkt. Sie flüchten sich dann aufs ewige Eis und aus praktischen Gründen teilen sie sich in zwei Gruppen auf. Die eine Gruppe hat noch Kontakt zu eingeborenen Jägern und von der zweiten Gruppe fehlt allerdings jede Spur. Beide Gruppen führen ein Boot mit, um auch dann sich weiter fortbewegen zu können, wenn sie auf offene Wasserstellen treffen. Aber ob jetzt beide Gruppen, eine Gruppe oder gar keine Gruppe, das rettende Festland erreicht, das verrate ich euch nicht, denn das müsst ihr nachlesen in Die Polarfahrt von Hampton's Height. Und noch ein Funfact am Rande: 1884 wurden Teile der Jeannette gefunden. Tatsächlich wurden die geboren, und zwar 2900 Kilometer vom ursprünglichen Untergangsort. Das zeigt also, wie gewaltig, wie extrem dieser Polardrift sein kann. Ich hoffe, ich habe ein bisschen euer Interesse für dieses Buch geweckt und ich gebe direkt weiter an Ramona. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Super, Thorsten, damit hast du mich total angefixt. Das landet natürlich sofort auf meiner Wunschliste. Das letzte Buch, was ich euch hier näher vorstellen möchte, ist eher ein Sachbuch, ein Bericht, ein Bildband über ein Thema in der Bergsteigerwelt, was berühmt und berüchtigt ist. Es handelt sich hierbei um die Geschichte der Erstbesteigung des Mount Everest. In den 20er Jahren gab es eine Expedition an den Mount Everest, wo man nicht genau weiß, ob diese erfolgreich war oder nicht, weil die beiden Bergsteiger, die es versucht haben, dabei ums Leben gekommen sind. Jahre später gab es dann tatsächlich welche, die jetzt auch als die Erstbesteiger gelten auf den Mount Everest, aber die Geschichte um Mallory und um Irvine ist halt immer noch sehr, sehr mysteriös, weil man es einfach nicht genau wissen kann, ob die es nicht geschafft haben oder ja, ob sie auf dem Hinweg oder auf dem Rückweg verunglückt sind. Es handelt sich hierbei um Mallorys Geheimnis, was geschah am Mount Everest, von David Breschers und Audrey Salkett. Ich muss euch hier leider so das Innenleben zeigen, weil ich das mal gebraucht gekauft habe. Leider aber der Umschlag, der Schutzumschlag nicht mitgeliefert wurde, was mich sehr, sehr traurig macht. Da habe ich tatsächlich auch schon überlegt, ob ich mir ein anderes Exemplar kaufe, weil ja, so sieht es doch ein bisschen traurig aus, auch wenn das sonst ganz gut erhalten ist, aber ich bin da ja eben leider gerade bei Büchern auch eine kleine Sammlerin und wenn mir ein Buch gefällt, dann finde ich es auch noch zusätzlich schön, wenn es auch noch schön aussieht. Ich blende euch einfach das Cover ein, damit ihr immerhin seht, wie es eigentlich aussehen sollte und ich zeige euch natürlich auch ein, zwei Bilder. Dadurch, dass es so großformatig ist, kann man natürlich auch wunderbar hier Bilder abbilden und sehr, sehr viel sehen. Das ganze Buch ist in den 90er Jahren herausgekommen und es gibt auch ein Vorwort vom Sohn von Mallory, der ein bisschen über seinen Vater berichtet und natürlich auch geforscht hat. Es gibt viele, die ja, die Leichen von Mallory und Irvine gesucht haben und die Expedition untersucht haben, um zu sehen, ob sie es tatsächlich geschafft haben und oder nicht. Ja, in den 90er Jahren ist es dann tatsächlich passiert, dass sie Mallory gefunden haben und da wurde natürlich viel Wirbel drum gemacht und sie haben ihn untersucht und geschaut, ob da irgendwie ein Beweis ist, dass er oben war. Der einzige Beweis war, dass er das Foto von seiner Frau nicht mehr dabei hatte in seiner Jackentasche. Das hat er nämlich mitgenommen auf die Expedition,
Ja, mit dem Ziel, das Bild auf den Gipfel des Mount Everest abzulegen. Und dadurch sagen halt viele, dass er es tatsächlich geschafft hat. Aber andere sagen natürlich, er kann das Bild überall verloren haben. Und das stimmt natürlich genauso. Ja, dieser Bildband handelt halt von den Expeditionen, die Mallory dorthin zum Mount Everest gemacht hat. Er hat nämlich mehrere Expeditionen dorthin geleitet, berichtet aber auch so von seinem Leben, wie er überhaupt aufgewachsen ist, wie er zu diesem Menschen geworden ist, der er schlussendlich dann war. Er war sehr jung, als er diese Expedition geführt hat. Er hatte, glaube ich, zwei Kinder, aber trotzdem hat es ihn immer wieder, ja, nach draußen gezogen und auf die Gipfel der Welt. Hier ist er mit seiner Frau, also wirklich ein sehr junger, schmucker Kerl eigentlich. Ja, hier haben wir eben eine Mischung aus Bildband, sehr, sehr imposant, finde ich, aber eben auch Berichterstattung und ein bisschen Biografie und ja, Sachbuch eben. Spannend finde ich auch zu sehen, was für eine Ausrüstung hatten die eigentlich damals. Viele sagen, mit dieser Ausrüstung kann man das einfach nicht schaffen, auf den Mount Everest zu kommen. Aber sie haben es weiter geschafft, als viele andere es jetzt schaffen. Und ich glaube, wenn man so welche Extremsituationen durchlebt oder sowas plant, ob das nun Polarforscher sind oder Bergsteiger, man muss immer, glaube ich, ein bisschen wahnsinnig sein oder ein bisschen besessen davon sein und sehr, sehr leidenschaftlich und sehr, sehr ehrgeizig sein, um das überhaupt durchzustehen. Viele nennen sie dumm, viele nennen sie wiederum Helden. Ich würde weder noch sagen, es liegt irgendwo dazwischen, aber es ist auf jeden Fall eine sehr gefährliche Leidenschaft. Und solange sie es nur für sich machen, aber es ist halt immer noch ein Beigeschmack dabei, dass sie halt auch andere in Gefahr bringen, jetzt heutzutage auch irgendwie Rettungskräfte. Aber das ist ein anderes Thema, was auch damit zusammenhängt, wo man sich notgedrungen auch mit beschäftigen muss, um auch ja, das Ganze ringsherum mitzuerleben, wie der Tourismus entstanden ist, die Umweltverschmutzung und so weiter und so fort, die Unberührtheit der Natur, die irgendwie dadurch so ein bisschen zertrampelt wird. Also da hängt sehr, sehr viel mit dran, was das Ganze aber irgendwie auch ausmacht. Zu diesem Thema, zu Mallory und zu Irvine, gibt es natürlich auch extrem viele Bücher, Sachbücher, aber auch Romane. Ich habe zum Beispiel Der Berg der Legenden von Jeffrey Archer gelesen. Das hat mir gar nicht gefallen, weil der Fokus nicht auf dieser Expedition lag, sondern eher auf sein gesamtes Leben. Ich fand es ein bisschen lasch und nicht so gut recherchiert von dem Autor. Auch wenn er natürlich gut schreiben kann, süffig schreiben kann, fand ich, kam nicht dieses eisige Feeling rüber, wie ich das bei all den anderen hatte. Aber ich glaube, Thorsten hat das Buch ebenfalls gelesen und fand das Buch gut. Vielleicht aus anderen Gründen. Vielleicht wird es euch sogar vorstellen. Ich weiß es nicht. Das waren die Buchtipps, die ich euch näher vorstellen wollte. Es gibt natürlich auch noch andere Bücher, die ich in diesem Bereich gelesen habe. Aber ich wollte euch wirklich die Bücher zeigen, die mich am meisten gecatcht haben, beziehungsweise die Geschichten, die mich am meisten fasziniert haben. Ich möchte euch jetzt aber noch einige Neuzugänge zeigen, die bei mir im Dezember eingezogen sind, auch noch zu diesem Thema. Ich habe euch ja schon Die letzte Fahrt von Robert Falcon Scott gezeigt und das Buch über das Wettrennen zum Südpol. Das waren zum Beispiel Neuzugänge, die im Dezember eingetrudelt sind. Ich habe mir aber auch noch ein weiteres Buch über Booklooker bestellt, was auch noch so ein, ja, Klassiker ist, den man eigentlich gelesen haben sollte, über eine, ja, Geschichte, die wahr ist. Und zwar ist das 635 Tage im Eis, die Shackleton-Expedition von Alfred Lansing. Ja, das Buch musste natürlich auch bei mir einziehen. Die Shackleton-Expedition findet kurz nach dem Wettrennen zum Eis statt. Und was ich irgendwie cool fand, ich habe tatsächlich den Namen Shackleton auch schon in dem Buch zum Wettrennen zum Südpol gelesen, denn die hängen irgendwie alle miteinander zusammen, die kannten sich untereinander und das ist schon irgendwie ganz cool. Und ja, hier spielt es halt eben ein paar Jahre später, 1915, und sie wollen
erstmalig die Durchquerung des weißen Kontinents wagen. Also nicht nur zum Südpol, sondern die ganze Durchquerung des Kontinents. Leider bleiben sie allerdings mit ihrem Schiff stecken und, wie der Titel schon sagt, sind dann 635 Tage im Eis. Und ob sie sich befreien können, das muss man dann hier lesen. Dazu habe ich tatsächlich schon eine Dokumentation gesehen. Also ich weiß ungefähr, was passiert, ist schon bei mir aber wieder ein paar Jährchen her. Und deswegen hoffe ich, dass ich auch hier natürlich noch mehr Details bekomme. Das ist das Buch, was am besten bewertet wurde zu der Shackleton-Expedition. Und deswegen ist das auch bei mir eingezogen. Leider hat es hier oben so einen kleinen Knick, was mich ein bisschen stört, weil es eigentlich als wie neu angegeben war. Naja, es kommt halt davon, wenn man Gebrauchtbücher kauft. Ich dachte, ich wage es nochmal. Privat hat man da ein bisschen mehr Glück meistens als bei Rebuy und bei Medimops. Ja. Aber na gut, es ist zu verkraften und wenn es denn im Regal steht, es hat immerhin keine Leserillen. Ja, und dann hat es perfekt gepasst, dass die liebe Julia vom Kanal Leseritter mich angeschrieben hat. Sie haben nämlich zu Hause Bücher aussortiert und dabei waren tatsächlich auch ja, eisige Abenteuer dabei. Und da hat sie an mich gedacht und hat mich gefragt, ob ich einige davon vielleicht haben möchte. Und da waren tatsächlich drei Bücher dabei, die ich ihr sehr gerne abgenommen habe. Und sie wollte gar nichts dafür haben. Da bin ich unglaublich dankbar, dass sie erstmal an mich gedacht hat und mir diese einfach so zugeschickt hat. Also vielen lieben Dank, Julia, und vielen Dank an die Mutter von Julia, dass sie diese Bücher aussortiert hat und mir geschenkt hat. Zum einen ist es Der Gipfel, Tragödie am Mount Everest von Anatoli Bokrijew. Das ist sozusagen dieselbe Geschichte, die auch in eisige Höhen von John Krakauer erzählt. Das ist in den 90er, in den 96er Jahren passiert, dass dort ja, mehrere Menschen ums Leben gekommen sind wegen Überfüllung und aus vielen, vielen verschiedensten Gründen mehr. Und es wird halt einmal hier aus John Krakauers Sicht berichtet, der dabei war, und hier auch von Anatoli Bukriew. Und das Spannende daran ist, also in eisige Höhen, das habe ich auch gelesen, weil es eben auch einer der Klassiker ist, die dann immer wieder genannt werden in diesem Genre. Das Interessante ist, dass beide ja im Streit miteinander sind, weil sie irgendwie es anders erlebt haben oder anderen Leuten die Schuld geben. Weil immer bei solchen dramatischen Geschichten, wo Leute ums Leben kommen und auch Leute überleben, wird es irgendwie immer den Überlebenden zur Last gelegt, warum sie leben und andere sterben mussten. Und dann wird natürlich immer nach einem Schuldigen gesucht. Muss es immer einen Schuldigen geben? Irgendwie ja. Und viele versuchen halt dadurch, dass sie schreiben, damit klarzukommen und das Ganze zu verarbeiten. Aber viele haben dann eben auch eine ganz andere Meinung und sie geben natürlich auch Angriffsfläche dadurch, dass sie das Ganze veröffentlichen. Und ja, die beiden sind sich nicht einig. Und deswegen finde ich es spannend, beide Versionen zu lesen und worin die beiden sich überhaupt unterscheiden. Wie gesagt, John Krakauer habe ich schon gelesen und Der Gipfel von Bukriew stand sowieso schon auf meiner Wunschliste. Und als ich es denn da gesehen habe, auf den Fotos von Julia, die sie mir geschickt hat, dachte ich, oh ja, das kannst du mir gerne schicken. Es ist natürlich schon ein bisschen älter und ich kann mir vorstellen, wenn mir das gut gefällt, dass ich da auch nochmal nach einer schicken Variante suche. Aber dafür, dass es schon so alt ist, 14,90 Mark hat es damals gekostet. Im Heine Verlag ist es erschienen. Es hat halt eine kräftige Leserille, aber ganz ehrlich, da habe ich jetzt auch nicht viel erwartet für geschenkt. Freue ich mich extrem darüber, die Geschichte erstmal kennenzulernen. Und bei sowas sind halt auch immer Fotos mit dabei. Und die Geschichte ist halt extrem dramatisch, weil da so viele Faktoren eine Rolle spielen und so viele Menschen involviert waren und so viele Expeditionen gleichzeitig auf den Gipfel wollten und damit auch so ein bisschen ja, dieser große Tourismus irgendwie angeprangert wird und ja, viele, viele andere Sachen. Also die beiden gehören eben auch dazu, wenn man sich über die Geschichte bzw. über diesen
Tourismus am Mount Everest ein bisschen einlesen möchte. Ja, wo wir gerade eben John Krakauer gelesen haben, der hat auch noch anderes geschrieben. Ich glaube, er ist auch Journalist, deswegen ist er dem Schreiben eh zugeneigt. Und zwar hatte er auch noch auf den Gipfeln der Welt die Eiger-Nordwand und andere Träume geschrieben. Und hier schreibt er, glaube ich, also da habe ich jetzt noch nicht reingelesen, da schreibt er, glaube ich, in verschiedenen Kapiteln über verschiedene Berge und ihre Erstbesteigungen, aber auch so ein bisschen seine persönlichen Erfahrungen. Ich glaube, das Buch hat er auch nach dem, aber also nach dem Drama am Mount Everest geschrieben. Ja, auf dem Klappentext ist auch ein ganz kurzer Text, der das nur kurz einmal umreißt: Die Eiger-Nordwand und andere Bergsteigerträume. Der Autor des Weltbestsellers In eisige Höhen berichtet in 12 brillanten, spannenden Reportagen von seinen gefährlichen Leidenschaften, dem Everest, dem K2, dem Mont Blanc und der herrlichen, berüchtigten Eiger-Nordwand, die er nie bezwingen konnte. Und im Abschluss, der krönende Abschluss dieses eindrucksvollen Bandes, ist Krakauers Bericht über seine eigene erfolgreiche Alleinbesteigung des Devil's Thumb in Alaska. Ja, also wieder viel Persönliches und viele verschiedene Gipfel. Finde ich, glaube ich, auch sehr spannend, nochmal andere Gipfel kennenzulernen und deren Tücken vielleicht ein bisschen zu vergleichen. Und dadurch, dass das Ganze auch so ein bisschen persönlich geschildert ist, finde ich, macht es das Ganze noch dramatischer und eindringlicher. Und als letztes habe ich ein Buch von einem Mann, der hier natürlich nicht fehlen darf. Und zwar ist das Die weiße Einsamkeit von Reinhold Messner, Mein langer Weg zum Nanga Parbat. Ja. Was dieser Mann alles geleistet hat, ist der Wahnsinn. Und hier berichtet er eben zum einen über ja, sein Abenteuer und das Drama an Nanga Parbat, wo er seinen Bruder verloren hat. Er ist zwar tatsächlich auf dem Gipfel gewesen dort mit seinem Bruder, aber auf dem Rückweg. Auf dem Abstieg, wie so oft, ist es passiert, dass sein Bruder wahrscheinlich von einer Lawine erfasst wurde und er konnte ihn nicht wiederfinden. Das Dramatische an dieser Geschichte ist aber eigentlich das Leben danach, wie er überhaupt weitermachen konnte. Zum einen hat er sich selbst natürlich auch Mitschuld gegeben und andere seiner Expeditionen haben ihn noch mehr Schuld aufgeladen, warum er seinen Bruder im Stich gelassen hat. Und er galt immer als sehr ehrgeiziger Mensch und dass er über Leichen geht, um halt berühmt zu werden, um seine Ziele zu erreichen und eben auch über die Leiche seines Bruders. Und das weist er hier strikt zurück. Er hat sehr, sehr viele Bücher darüber geschrieben. Das ist eben nicht das Buch über dieses eine Drama. Da gibt es, glaube ich, zwei andere Bücher, die das Ganze noch detaillierter beschreiben. Hier beschreibt er eben eigentlich auch das Leben danach, wie er weitergemacht hat, wie er erstmal nicht weitermachen konnte, dann aber natürlich die Streitigkeiten zwischen den Expeditionsleiter und seinen anderen Mitkletterern, das, was er sich über, ja, über sich ergehen lassen musste, dann wie er die nächsten Bergsteigungen gemacht hat und trotzdem weitermachen wollte und dann wieder an den Nanga Parbat zurückgegangen ist und ihn wieder besteigen wollte und immer wieder scheitert und dann irgendwann ja, aus diesem Loch vielleicht herauskommt. Und ja, das beleuchtet er, aber auch noch ein bisschen die Erstbesteigung des Nanga Parbat. Also er geht auch noch mal ein bisschen weiter zurück. Dieses Buch habe ich schon gelesen und dazu werde ich auch im Lesemonat noch ein bisschen mehr erzählen. Ich fand es einerseits richtig toll, andererseits hatte ich auch einige Kritikpunkte, aber darauf möchte ich jetzt gar nicht so sehr eingehen, weil ich das eben im Lesemonat nochmal machen werde. Reinhold Messner ist, glaube ich, auch ein Mensch, der die Gemüter spaltet. Ich glaube, manche verehren ihn für das, was er tut und bewundern ihn dafür. Andere sehen vielleicht eher so sein Wesen. Aber ganz ehrlich, darüber möchte ich überhaupt nicht urteilen. Ich verstehe natürlich diese Ambivalenz, aber ganz ehrlich, ich möchte mich da auf keine Seite stellen. Finde es natürlich aber spannend, verschiedene Sichten zu sehen von diesem Menschen. Finde ihn aber extrem faszinierend und lese gerne von seinen Berichten. Er hat extrem viele Bücher herausgebracht. Er ist nicht der Schriftsteller. Das merkt man immer wieder. Es ist jetzt nicht das erste Buch gewesen, was ich von ihm gelesen habe.
habe und es haben sich meine Kritikpunkte da wiedergespiegelt, dass ich seine Schreibweise und wie er das Ganze strukturiert oder eben nicht strukturiert, dass mir das nicht so zusagt. Aber das, was er erzählt und was er erlebt hat, ich finde, das erzählt er manchmal sogar mit einer Philosophie und auch mit einer sehr Verletzlichkeit. Aber ich habe eben auch das Gefühl, dass dieses Buch eine Rechtfertigung ist, dass er irgendwie das Gefühl hat, er müsse sich rechtfertigen, warum er überlebt hat und warum er so gehandelt hat, wie er gehandelt hat. Und das finde ich eigentlich schrecklich, dass er überhaupt in diese Situation gekommen ist, dass er dieses Gefühl hat. Ebenfalls im Paket von der lieben Julia war noch eine kleine Überraschung, was mich extrem gefreut hat, diese kleine Aufmerksamkeit. Und zwar hat sie mir ein Lesezeichen selbst gebastelt, hat zwei Bilder ausgedruckt und die dann einlaminiert. Ich denke mal, dass es auch der Mount Everest ist. Und auf dem Rückweg haben wir hier die verschiedenen Routen, wie man den Mount Everest besteigen kann. Und dann hat sie hier noch ein süßes Band dran gemacht. Ja, perfekt. Habe ich auch gleich dann genutzt. Und habe damit dann sehr, sehr gerne gelesen. Hat natürlich perfekt gepasst. Also vielen lieben Dank für diese liebevolle Überraschung. Der Vollständigkeit halber möchte ich euch noch ein Buch zeigen, was ebenfalls noch auf meinem Sub liegt, allerdings nicht kürzlich bei mir eingezogen ist, sondern schon ein bisschen länger bei mir hier ungelesen liegt. Das ist ein Buch, was auf BookTube sehr, sehr rumgekommen ist und immer wieder in die Kamera gehalten wird. Unter anderem auch von Thorsten und der wird euch bestimmt noch ein bisschen mehr davon berichten. Terror von Dan Simmons ist ein richtig fetter Wälzer, der sich mit der wahren Begebenheit wieder in der Ecke Polarforschung auseinandersetzt. Erebos und Terror heißen die beiden Schiffe, die aufbrechen, um die Nordwestpassage zu durchfahren. Ja, die Menschen, die dort dabei sind, die 130 Männer nehmen an der Expedition teil. Sie verschwinden spurlos und kommen nie zurück. Und das ist ihre Geschichte. Dan Simmons hat natürlich nicht nur die wahren Details hier aufgegriffen, sondern hat darum eine Geschichte gesponnen, die auch ein bisschen mysteriös und mit einigen fantastischen Aspekten ausgestattet ist. Er hat sich da natürlich einige ja, fiktive Freiheiten genommen. Auch hierzu gibt es natürlich aber auch viele tolle Sachbücher. Ich glaube, das Eisige Grab heißt, glaube ich, ein Sachbuch, was ich mir auf jeden Fall noch zulegen möchte, damit ich auch eben ja, die wahren Begebenheiten, die auf Wahrheiten beruhen, erstmal lesen kann und dann werde ich, glaube ich, hier Terror greifen oder ich weiß nicht, ob ich es andersrum mache, ich weiß es noch nicht. Jedenfalls möchte ich die Geschichte natürlich auch noch erfahren und freue mich, dass das so sehr dick ist und detailliert, weil ich glaube, dass Dan Simmons sehr viel recherchiert hat und hier auch die Atmosphäre hoffentlich richtig toll rüberbringt. Die Serie, die dazu gemacht wurde, habe ich tatsächlich schon gesehen und fand ich richtig toll. Das Ganze spielt 1845 und das Kommando der Schiffe hat Sir John Franklin. Und das Coole ist, dass die Schiffe Terror und Erebus uns auch schon in den anderen Buch zu Scott und Amundsen über den Weg laufen, beziehungsweise über den Weg schwimmen. Denn die haben unter dem Kommando von Crozier, kann das sein? Ich weiß nicht mehr genau, wie er hieß. Er spielt aber, glaube ich, hier auch eine Rolle. Haben sie auch schon die Antarktis entdeckt und nach diesen beiden Schiffen wurden die beiden Vulkane auf der Antarktis benannt, Erebus und Terror. Das wusste ich, als ich das, bevor ich die Bücher gelesen habe, noch nicht und fand ich toll, wie das alles miteinander verstrickt ist. Ja, dieses Buch ist natürlich auch ein echtes Highlight und ich glaube, das muss man auch gelesen haben, wenn man in dieser Richtung lesen möchte. Der Berg von Dan Simmons ist genauso ein dicker Wälzer. Das handelt ja von Mallory und Irvine. Auch da werde ich natürlich dazu greifen. Ja, da habe ich noch einiges vor mir, aber halt auch schon einiges hinter mir, sodass ich euch einige Buchtipps hoffentlich geben konnte. Ich hoffe, einiges war für euch dabei. Ich hoffe natürlich aber auch, dass ihr uns in den Kommentaren noch weitere tolle Buchtipps geben könnt, die ihr gelesen habt und sehr empfehlen könnt. Die werden natürlich dann sofort angeschaut und eventuell landen sie dann bei mir auf der Wunschliste und dann vielleicht auch auf meinem Sub. Ja, da würde ich mich freuen. Und ganz zum Schluss habe ich noch ein bisschen Werbung für euch, denn während ich meine Nase in die eisigen Abenteuer gesteckt habe und total gefangen war von diesen Geschichten, sind mir zwei
Produkte über den Weg gelaufen, mit denen ich nicht gerechnet habe. Ganz zufällig, aber das passte so perfekt, dass ich die auf jeden Fall ja, in meinen Warenkorb bzw. gekauft habe und auf meine Wunschliste gestellt habe. Zunächst war ich auf der Suche nach einem Duschgel und habe dann ganz zufällig dieses hier gefunden. Das möchte ich euch einfach zeigen, weil es mich so gefreut hat in dem Moment. Und zwar ist das von Aveo, ich habe es bei Müller gefunden, eine Limited Edition Cremedusche Polar Circle mit eisigem Polarkreisduft. Ja, ist doch super cool, ne? Ich hatte zu der Zeit gerade das Südpolbuch gelesen, auch wenn es am Südpol keine Eisbären gibt, aber egal, Polarkreisduft. Es riecht auf jeden Fall sehr eisig. Es steht nicht drauf, sonst wonach es riecht. Es ist halt ein Polarkreisduft. Man weiß doch, wie sowas riecht. Naja, das musste ich euch einfach zeigen, weil ich das so witzig fand. Und als zweites habe ich jetzt noch einen ernst gemeinteren Tipp für euch. Und zwar ist das der perfekte Soundtrack für die vorgestellten Bücher jetzt gerade. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht Santiano kennt, die Band. Ich bin ein großer Fan von Santiano, spielen mittelalterliche maritime Rockmusik auf Deutsch. Und ich finde die einfach ziemlich, ziemlich cool. Jetzt haben sie ein neues Album angekündigt und ich habe das eben in derselben Zeit entdeckt, als ich diese Bücher gelesen habe und habe gesehen, dass sie genau zu diesem eisigen Thema, zu diesem eisigen Polarerforscher-Thema ein Album herausbringen. Wie cool ist das denn bitte? Das habe ich mir natürlich sofort auf die Wunschliste gesetzt. Das Album erscheint im Mai, glaube ich, oder März, jedenfalls irgendwann im Frühling 2021. Ich werde es euch auch unten in der Infobox verlinken. Ich freue mich wie ein Schnitzel auf dieses Album. Ich finde es ein bisschen schade, dass es nicht im Winter erscheint, weil dann hätte es natürlich noch besser gepasst. Ist mir aber egal. Ich freue mich trotzdem drauf und mal gucken, ob ich das denn tatsächlich als Soundtrack hören kann, obwohl ich eigentlich, wenn, dann eher instrumentale Musik neben dem Lesen her hören kann. Aber vielleicht zur Unterstützung der Atmosphäre und wenn die da noch ein bisschen Geschichten erzählen. Ich finde es immer toll, wenn in Liedern noch ein bisschen mehr Geschichte enthalten ist und irgendwie eine Story erzählt wird. Und das haben sie auch schon in ein paar alten Songs, aber jetzt dann auch noch diese eisigen Abenteuer mit rein zu bringen. Ich weiß nicht, ob sie vielleicht ja, über Polarfahrten, vielleicht auch über die Terror und die Erebos oder vielleicht nur über Scott und Amundsen, man weiß es nicht. Wir werden es erleben. Aber das wollte ich auf jeden Fall noch hier in diesem Video unterbringen. Ja, schaut auf jeden Fall auch bei Thorsten vorbei, der natürlich mindestens genauso tolle Bücher vorstellt. Eventuell werden sich ein oder zwei Bücher doppeln, aber ich denke mal, das werdet ihr verkraften und ich finde es auch irgendwie spannend, da verschiedene Meinungen drüber zu hören. Ich freue mich jetzt auch, Thorstens Video zu schauen und vielleicht werdet ihr mich da ja auch noch mal sehen. Ich freue mich, dass ihr bis hierhin geschaut habt und wünsche euch jetzt noch eine schöne lesereiche Zeit und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.